Joho, verehrte Zuschauer, und herzlich willkommen zu Captive Minecraft 2 Room of Monuments. Ich werde heute euch den zweiten Teil vorstellen von Captive Minecraft. Ich habe ja schon ein Video zu dem ersten Teil gemacht. Und das Ganze spielt man auf dem Snapshot 14W21B. Und zwar nur auf dem. Es funktioniert noch nicht auf irgendwelchen Höhergestellten. Da haben wir es direkt. Ich habe es mir natürlich schon ein bisschen angeschaut, um euch ein wenig was erklären zu können. Captive Minecraft 2 hat nämlich einige Erneuerungen und ist nicht mehr ganz so einfach und offensichtlich wie der erste Teil. Das Grundprinzip ist natürlich gleich geblieben. Man spawnt in der Welt und sieht direkt, man hat Grenzen, ja, und kann sich nicht weiter bewegen. Man ist auf einen Block komplett festgesetzt. Und jetzt muss man Achievements erreichen, hier in diesem Fall zum Beispiel das Inventar zu öffnen, und dadurch erweitern sich dann diese Weltgrenzen um einen halben Block. Das ist das komplette Prinzip. Im ersten Teil ist man eigentlich ziemlich schnell vorangekommen. Wenn man sich jetzt allerdings hier umschaut, dann bemerkt man, okay, das nächste Achievement, das ich erzielen könnte, wäre, dreimal auf den Baum drauf zu hauen und dadurch, also ein Stück Holz herauszufällen. Ja, also das heißt dreimal auf Holz geklopft, du musst wahrscheinlich öfter als dreimal drauf hauen, aber ihr versteht, was ich meine. Man muss in dieser Version, glaube ich, auch die Achievements in einer gewissen Reihenfolge erzielen, also in der, die eigentlich vorgeschrieben ist. Da hat sich so ein bisschen was verändert und die Welt ist deutlich größer, sie geht deutlich weiter in die Tiefe und vor allem ist es schwieriger. Es soll mehr eine Herausforderung bieten als das erste Captive Minecraft und dazu wird es auch noch den Room of Monuments geben, der ja titelgebend ist, aber dazu nachher mehr. Jetzt fragt man sich natürlich, Alter, Mensch, wo ist denn mein Holz hin? Ja, und dann muss man sich nach unten graben. Das ist tatsächlich die erste Herausforderung, die man rausfinden muss. Da habe ich auch so in etwa 3 Sekunden für gebraucht, weil ich ja das absolute Super-Hirn bin. Und damit das jetzt nicht so ewig dauert und ich mich hier andauernd im Kreis grabe, werde ich einfach direkt den Weg nach unten wählen. Das ist eigentlich am einfachsten. Und das hier muss man auch noch durchkloppen. Das dauert dann so ein bisschen, aber glaubt mir, das hat alles seinen Sinn, ja? Denn wenn man hier runterfällt, dann sieht man Room of Monuments. Ist ja auch was seit den Snapshots neu geht, dass man so tolle Titeldinger einblenden kann. Finde ich ja ganz grandios. Und das ist dieser Raum, der so besonders ist. Ich habe hier noch nicht sonderlich weitergespielt, also ich habe bis hierhin eigentlich gezockt, um euch so ein bisschen den Anfang erklären und zeigen zu können. Aber hier drin kann man so Monumente completen, ja, also vervollständigen und bekommt dadurch nochmal gewisse andere Preise bzw. ja, Belohnungen. Und wenn man hier in der Truhe gleich mal reinschaut, dann findet man ein paar Goldnuggets, Ton, Stock, Holz, Holzschwert und eine Holzspitzhacke. Ja, aber wenn man jetzt hier drin ist, weiß man schon wieder, das ist ja der, wo soll ich denn hin? Ne? Was ist denn, wohin bitteschön mit mir, mit meiner kleinen Wenigkeit und meinem riesigen Genital? Dann gräbt man sich einfach noch weiter nach unten. Ja, das ist so, warte, was ich auch mal machen könnte, ist eigentlich das hier, die Truhe abbauen. Geht das denn mit der Hand? Ich glaube, das dauert dann 8 Jahre und 10 Stunden, oder? Nee, hat geklappt. Also, und dann kann man sich weiter nach unten graben, das ist jetzt wieder Sand. Und dann haben wir hier wieder, jetzt warte mal, ich guck erstmal eine Runde, wo wir denn hier genau lang müssen. Ich bin mir nämlich ein bisschen unsicher, weil das Problem ist, die Holzspitzhacke, die hat sehr, sehr wenig. Ich mach das jetzt nochmal kurz. Nicht mit der Holzschaufel, alter Mann. Man muss hier wirklich gucken, hier muss man ein bisschen haushalten. Das ist nicht mehr so einfach, dass man einfach einen Baum nebendran stehen hat, dreimal draufhaut und dann ist direkt die ganze Sache erledigt. Ganz im Gegenteil. Man sollte schon so ein bisschen schauen, okay, wie gehe ich genau vor? Und deswegen werde ich jetzt auch dieses Erz hier nicht abbauen, weil wenn man sieht, wenn wir jetzt unten landen, dann landen wir tatsächlich auch richtig und können endlich das Holz abbauen, um das nächste Achievement zu erzielen. Und zwar dreimal auf Holz geklopft. Und damit ist unsere Welt schon so ein bisschen größer. Es geht also nicht mehr direkt auf der oberen Welt andauernd zur Seite und da muss irgendwann sich mal runtergraben, sondern es ist eher so, ne? Kümmere dich um dein Stuff, Kumpel. Und pass auf, dass du das wirklich alles richtig machst. Und als nächstes natürlich das Achievement mit der Werkbank. Der Satz gerade eben, der war wieder so, ne? Absoluter Dünnschiss, der aus meinem Mund rauskam. Aber das läuft doch schon mal ganz gut, du. Ich bin zufrieden, wie das gerade eben funktioniert. Hier ist auch nochmal eine neue Truhe. Die werden wir mal direkt an dieser Stelle freischalten. Und ich finde, es ist schon so, in den ersten paar Sekunden wirkt so ein bisschen epischer, so ein bisschen krasser als das originale Captive Minecraft. Und wir finden direkt auch massig Äpfel und Wasserflaschen und Äpfel und Schüsseln und Potatoes und Schüsseln und alles weitere. Und dann kann man natürlich immer wieder gucken, ey, Alter, was ist mein nächster Erfolg? Entweder eine Hoe oder eine Spitzhacke oder ein Schwert. Alles relativ einfach, deswegen werde ich jetzt mal meine Sachen hier hinsetzen. Und wir brauchen ja im besten Fall erstmal so viel Holz wie möglich. Und dann mache ich nochmal hier 2 Sticks. Dann als erstes einfach mal ein Schwert. Dann als zweites einfach mal... Boah, das geht jetzt aber schnell voran hier, ey. Innerhalb von 3 Sekunden 3 Achievements erledigt.
So muss das sein, ja? Und dann haben wir auch direkt wirklich hier einen riesigeren Rahmen, um weiterzuarbeiten. Wie man sieht, ich kann meine Grenzen gar nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht mehr, wo meine Grenzen sind. Oh Mann, das ist ja ein absolutes Ding. Lass uns mal gucken, was denn der nächste Erfolg wäre an dieser Stelle. Also man soll die irgendwie so in dieser Reihenfolge machen. Das stand zumindest auf der Homepage. Checkt das alles nochmal durch, ja. Wie immer in meinen Videos, keine Informationen irgendwie für abgesichert nehmen. Denn ich bin leider strunzdumm und laber in 99% aller Fälle absolut gequillte Scheiße. Backe Brot, ja, wäre das nächste. Oder die Lüge, Weizen, Zucker, Milch und Eier. Backe ein Brot aus Eisen. Weizen. Attackiere und vernichte ein Monster. Aha. Oder stelle eine bessere Spitzhacke her. Jetzt müssen wir irgendwo... Ist das denn Stein hier? Ich gehe mal... Nee, das... Aber das ist Stein, oder? Das hört sich... Ich glaube, das ist Stein. Nee, das ist Stein. Was ist das? Das ist Ton. Okay, da ist Stein. Das ist Stein. Ich habe... Das ist mich aus dem Weg. Ich habe Stein gefunden, Alter. Krass. Dann können wir hier direkt zumindest mal die bessere Spitzhacke herstellen. Obwohl uns so langsam das Holz knapp wird. Das ist eher naja, finde ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Ja? Sobald das Holz knapp wird, hat man schon so das Gefühl, dass einen irgendwas... Jetzt kann ich auch das hier oben abbauen. Ist das zumindest Eisen oder was ist das genau? Das ist Eisen, Eisenerz, sexy. Dann werden wir jetzt einfach mal hier weiterhin Steine abbauen, um uns gleich einen Ofen machen zu können. Und natürlich, wie auch in der vorherigen Mission, kann man... Diese ganze Map auch zu zweit spielen oder zu dritt oder zu viert ist sogar so ein bisschen darauf ausgelegt. Ich glaube, dieses Mal hat man auch so einen gemeinsamen Achievement-Baum. Das stand, glaube ich, auch auf der Homepage. Aber lest euch das alles nochmal durch. Ich bin ja nur dazu da, um irgendwie die Map hier so ein bisschen vorzustellen und ein bisschen meinen Spaß mitzuhaben und euch Witze über den kleinen Fritz zu erzählen. Deswegen folgt jetzt ein Witz über den kleinen Fritz. Der kleine Fritz war klein, deswegen wollte er immer alleine sein. Ende. Das war ein unglaublich lustiger Witz, präsentiert von mir. Dankeschön, mein Witzebuch kann man bald kaufen, also bald im Sinne von nie. Einen Ofen haben wir damit auch, das ist ja wirklich toll und jetzt, aber ist die Frage, wir haben keine Kohle. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ja, das ist jetzt auch gerade eben, das ist eine kritische Situation, gestehe ich mir ein, ja. Ich werde auch gucken, dass ich jetzt hier mal gucken, was ich hier als nächstes mache. Ich finde aber die Minecraft-Idee extrem geil und es ist ja auch immer Platz für Nachfolger in dem Sinne, ja. Es kann ja noch ein Captive Minecraft 3 geben. Oh, jetzt warte mal. Goldapfel, haben wir genügend für einen Goldapfel da? Nein, oder? Wir haben ja nur 4 Goldnuggets, das kann ich mir ja gleich denken, dass das nicht funktionieren wird. Das kann ich mir ja, das hätte ich mir, jetzt habe ich mir ja wieder, habe ich mal wieder voll ins Ausbuxiert, ja? Da habe ich irgendwas von wegen, hey, kann ich, ich sollte vielleicht mal meine Steinspitzhacke nicht so weit verbrauchen. Okay, jetzt ist vielleicht wieder die Sache angesagt, sich noch weiter runter zu graben. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, ab hier, oder beziehungsweise schon seit langem habe ich auch das nicht mehr weitergespielt. Ich zock die Dinger immer kurz für euch an und dann ist es ein brandneues, lustiges Let's Play von mir, eurem Franz Beckenbauer. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nochmal weiter runterkommen und dann müssen wir gucken, dass man die Wege, jetzt sind wir ja Weltmeister, ne, 2014 und das sieht mir irgendwie, sieht mir das unsympathisch aus. Ich weiß nicht, ich spring trotzdem mal runter. Hallo! Also beim normalen Captive Minecraft waren hier, ist es gerade ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, aber ich habe, glaube ich, auch so hell gestellt, wie es geht. Ihr müsst dann halt jetzt mal kurz ein bisschen eure kleinen Äuglein anstrengen. Die meisten von euch sind ja noch jung, ja. Da sollte das mit der Alterssichtigkeit hoffentlich noch kein Problem sein. Und falls ihr wirklich nichts... Also hier drüben ist eine Truhe. Ich höre auch ein Spinnlein. Ich höre ein Spinnlein. Ich hätte jetzt gerne Fackeln, Leute. Ich hätte jetzt wirklich gerne Fackeln für euch. Aber wir haben ja weder Kohle noch sonst was. Man sieht also, man muss hier haushalten und man muss auch aufpassen, dass man halbwegs ausgerüstet ist, bevor man weiter nach unten geht und einfach nichts erkennt. Also man erkennt ja wirklich gar nichts. Ich grabe jetzt aber mal noch weiter nach unten. Vielleicht bringt es ja irgendwas, ich weiß es nicht. Bestimmt kriege ich einfach gleich nur fürchterlich auf die Fresse und dieses Video wird mit einem sehr, sehr traurigen Tod enden. Die Monstergeräusche werden zumindest immer lauter. Oh mein Gott, Mann, ich erkenne selbst nichts. Ja, also... Oh, 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 oh. Nein, wieso? Habt ihr das... Ich konnte nicht angreifen. Ich habe draufgehämmert wie ein Geistesgestörter und ich konnte nicht angreifen. So, jetzt mal keine Ahnung, ob ich das überlebe. Das habe ich schon mal überlebt. Das ist übrigens hier der Room of Monuments. Und da steht dann zum Beispiel Yellow Stained Clay. Ja, also irgendwie Red Stained Clay, Blue Stained Clay. Also da muss man diesen ganzen gefärbten Ton, ist es, glaube ich, oder Lehm, ja. Clay ist eigentlich Lehm, aber wahrscheinlich auch Ton, oder? Ton, wer weiß. Muss man hier halt reinpacken und dann bekommt man nochmal irgendwelche Extrapreise. Aber ich habe ja gerade eben
so chlorreich verschießen, möchte ich mal nebenbei behaupten. Ich versuche jetzt nochmal runterzugehen und mein Zeug zu holen. Das wird zwar wahrscheinlich auch eher in einem Tod resultieren, aber... Man kann es ja zumindest mal probieren. Ich warte jetzt, bis mein Leben nochmal ein bisschen voller ist und dann versuche ich, den Sprung nach unten zu wagen und mein Zeug wieder zu bekommen und den Zombie mit so einem richtig harten Roundhouse-Kick zu erschlagen. Aber ich glaube, da ich nicht genug Essen habe, lädt sich gerade mein... Stirbt! Haut ab! So, explodier, komm! Wieso hat mich denn... Ich war doch weit genug unten, Alter! Ich war doch so weit unten. Wieso hat mich das denn jetzt bitteschön getötet? Das soll mir mal einer erklären von den Lochis hier. So, aber mein Zeug ist immer noch da und jetzt, wie man sieht, man kann sich... Oh mein Gott! Ja, man kann sich nach unten manövrieren, indem man 3000 Mal stirbt, Freunde. Das hier ist jedenfalls Captive Minecraft 2. Ich find's nochmal eine ganze... Das ist übrigens dieser Room of Monuments, in dem man nachher natürlich auch rein kann. Man kann auch ein bisschen was auf der Oberwelt machen, zum Beispiel da hinten sieht man Bambus oder nochmal irgendeine Truhe. Vielleicht, komm, ich möchte jetzt noch einen so einen Gegner erschlagen. Das würde ich jetzt zumindest ausprobieren, ob das denn nicht irgendwie... funktioniert, obwohl ich gerade eben fucking viel Damage bekommen habe. Ich überlebe den letzten Sprung nicht. Grandios. Was ist denn hier? Das ist ein Spinnenbein. Die mache ich fertig. Die mache ich absolut fertig. Mit bloßer Hand mache ich die fertig. Und Monsterjäger erzielt. Und jetzt kann ich mich auch umbringen, weil... Moment. Jetzt können wir zumindest noch eine von diesen Truhen öffnen. Nämlich die da drüben. Und gucken, was sich darin befindet. Zwar eine Goldhacke mit Effizienz. 5 weitere Goldnuggets und Kürbiskuchen. Aber wie ihr seht, die Goldnuggets, die brauchen wir, um zum Beispiel den Goldapfel zu machen. Also man muss gucken, wie geht man hier vor. Und das habe ich jetzt in diesem Video komplett falsch vorgemacht. Aber gerade deswegen finde ich, ist Captive Minecraft 2 wirklich nochmal eine deutliche Verbesserung. Es sieht auch so ein bisschen cooler aus, ja, wo man sich hier befindet, so in dieser Schlucht. Und alles ist so ein bisschen sandig, wüstig, dreckig. Auf alle Fälle eine Map, die man sich mal reinziehen sollte und die man nicht verpassen sollte. Sowieso feiere ich Captive Minecraft so ein bisschen als... Ja, es ist einfach eine coole Idee gewesen und die Idee ist gut umgesetzt und das sollte man sich mal geben, wenn man denn Zeit und Lust dazu hat. Wenn ihr auch Zeit und Lust für dieses Video hattet, dann würde es mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Wenn ihr das nicht möchtet, dann nehmt euren Daumen, schiebt ihn euch verdammt tief in den Mund, legt euch in eine Ecke, nuckelt daran rum und meldet euch wieder, wenn ihr 8 Jahre alt seid. Ja, dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschau, 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 tschau und reingehauen.